So Leute, kurze Raucherpause. Mittlerweile sind wir in Belgien angekommen. Wir haben noch 88 Kilometer zu fahren, bis wir an der ersten Location sind. So Leute, wir haben uns jetzt vertan. Das ist kein Ford oder sowas. Das ist ein Porsche 994. Wir haben gerade mal nachgegoogelt. Alter Schwede, da steht ein Jaguar, ein Porsche, ein Käfer. Was kommt hier noch? Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind mal wieder zusammen in Belgien vor euch unterwegs. Und ja, wir haben jetzt gerade hier so einen kleinen Pfad gefunden. Da soll sich ein Häuschen irgendwie mit so ein paar verlassenen Autos verbirgen und das wollen wir gemeinsam mit euch angucken. Und jetzt bin ich gerade auf Google Maps noch mal am gucken, wie wir da hinkommen. Hallo. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns das gemeinsam an. So Leute, den Eingang haben wir jetzt schon gefunden hier. Und ich sage, jetzt gehen wir mal rein. Nimm die Palette doch ganz weg. Ja. Aber warum? Warum nimmst du den Stock nicht weg? Dann kriegst du das Tor auf. Brechen ab. Und anders. Ziehen. Drücken. Mhm. Ja. So Leute. Mhm. Wie ihr seht, die Tür war auf. Ich mache die Tür wieder zu. So Leute, wie gesagt, hier auch schon so ein kleiner Trampelpfad. Und mitten im Wald hier, bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier so erwartet. So, hier haben wir schon den ersten Anhänger. Ihr seht, sogar mit belgischen Kennzeichen noch dran. Richtig cool eigentlich. Da stehen noch ein paar alte Fahrräder. Und hier hinter den Gebüschen versteckt sich schon das Häuschen. So. Was? Oh, Leute, hier auch schon. Wie man sieht, Einrichtungen so gut wie alles noch da. Meinst du, hier wohnt noch jemand? Lohnt überhaupt, ne? Ich weiß es nicht. Also ganz komische Geschichte hier. Dieses Häuschen, wie gesagt, das ist echt mysteriös hier. Die Einrichtung ist komplett da abgeschlossen. Kann natürlich sein, dass das von damals war oder jetzt. Keine Ahnung. So Leute, die Tür ist auf. Schwer. So, jetzt sind wir drin. Ja, auch nur so ein alter Fernseher, ne? Likör. Das ist Likör, ne? Und hier so eine Pferdedose. Das sieht irgendwie cool aus, wie ja. Eine Pferdedose. Dieser alte Lampenschirm. Das wird wahrscheinlich mal ein Radio gewesen sein. So ein ausgestopftes Tier. Schon cool. Hier auch noch die alte Couch, ne? So ein Bild. Ich habe noch ganz viele alte Schnäpse. Der alte Backofen, hier so eine kleine Küche, ne? Sogar mit Wasserzufuhr und Brunnen hier vorne, dass man sich ein bisschen was kochen kann. Aber auch hier alles noch da, Leute. Töpfe. Da
das ganze Geschirr hier noch, Tupperdosen, Besteck, alles noch da. Das ist echt Wahnsinn. So, jetzt gehen wir mal einen Raum weiter hier. Ich würde auch mal wählen, hier haben wir auch noch so einen Tisch. Hier so einen kleinen Kleiderschrank. Auch noch komplett ganze Klamotten hier. Bundeswehr? Ja, Bundeswehr. Dann da. Bundeswehr? Ja. Aber aus Deutschland. 39,40. Merk Mössingen. Wird mir passen? Ja, Merk Mössingen. Krass. Hier jetzt auch noch so eine kleine Kommode gefunden. Ich leuchte nochmal nach oben. So eine kleine Kommode gefunden hier mit dem Jesus. Ja, hier auch noch die Bürste von demjenigen, der hier gewohnt hat. Irgendwelche Karten. Das ist ja Briefmarken, ne? Briefmarken, ja. Jo, das sind Briefmarken. Krass. Ja, ich sehe. Alte Batterien. Schon Wahnsinn. Hier aber hier auch von einer Frau irgendwie so Schminkzeug. Wahnsinn, Leute. Richtig cool. Richtig cool. Hier auch noch alles voller Briefmarken. Ein Verstärker oder was ist das? Dann hier noch der uralte Kamin. Das sind Duftsäckchen. Was haben wir hier? Auch schon wieder ohne Ende Briefmarken, Kassetten, CDs. Boah, guck dir mal die Brille an. Krass. Guck mal, weiß ich, 2005 Edition. So groß. Jetzt haben wir hier noch eine Treppe, die ich eben mal gucken wollte. Was uns hier noch erwartet, das sieht aus wie der Dachboden. Boah, hier riecht es richtig muffig, Leute. Einfach so ein Bettgestell. Da haben die Zigeuner hier gewohnt. Ja. Mitgekriegt? Was denn? Nee. Zigeuner haben wir gewohnt. Ja. Ja, aber doch, das ist ein altes von Zigeuner. Das sieht eher japanisch aus. Nee, nein, das ist Zigeuner. Das sind Zigeuner. Das sieht japanisch aus. Japanisch aus. Meine lieben Leute, seit wann tragen Zigeuner sowas? Das tragen die Russen aber auch. Ja, Russen. Die Russen? Die Russen, ja, die Slaven. Zigeuner tragen sowas hier nicht. Ja, aber Slaven. So deutsche, ehemalige Zigeuner. Das ist so richtig schön. Was mitnehmen für den Todelmarkt? Was ist oben? Einfach oben nur so ein Bettgestell. Okay. Was Interessantes. Ja, schon interessant hier, so die kleine Garnhütte. Ja. Aber jetzt wollten wir nochmal nach den Autos gucken. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt los, Leute. So, Leute, wir gucken uns jetzt die Autos an. Kommt mit. Auch extrem schon zugewachsen, wie ihr seht, ne? Aber dieser kleine Trampelpfad hier. So, hier verbirgt sich jetzt die nächste, weiß ich nicht, Häuschen, Scheune oder sowas, Garage, irgendwie sowas in der Art. Da gucken wir jetzt mal rein. Wie gesagt, hier haben wir es. Da vorne sehen wir schon die ersten Autos. Da ist auch noch so eine kleine Hütte. Wir gehen jetzt mal hier rein jetzt, Leute. Ja, hier sieht aus, als wäre da so eine kleine Werkstatt gewesen, ne? Auch mal altes Autoradio liegt da. Irgendwie Farbe und sowas, ne? Aber schon krass durchwühlt und angefressen auch von den Mäusen, ne? So, Leute. Gehen wir noch mal gegenüber hier hin. Wir haben auch wieder so einen kleinen Anhänger. Was haben wir hier? Das sieht aus, ja, wie so ein Schweißgerät oder ein Kompressor, so irgendwie sowas, ne? Hier auch wieder ohne Ende Kanister und Kartons. Hier wieder ein Kinderfahrrad. Schon creepy, ey.
So, die anderen kommen auch schon. Jetzt gehen wir mal weiter. Hier steht WC. Ja, da ist eine kleine Toilette. So, hier aufpassen. Tiefes Loch, deswegen nicht immer nur nach vorne. Krass, Leute. Da hinten, ich sehe ohne Ende Autos. Mega geil. Mega geil. Jetzt gucken wir aber erstmal hier nochmal rein, was wir haben. Da haben wir auch noch so einen alten Kamin. Da hinten so ein alter Vogelkäfig, der ist ja cool. Da Räder für die Reifen, für die Fahrräder. Ist schon cool, ne? So, aufpassen hier mit dem Loch, ne, Leute. So. Hier auch wieder ein Fahrrad. Oh, hier auch noch so eine. Die nächste. Oh, hier waren irgendwie mal Vogelkäfig oder Kaninchen oder sowas. Pedigree, die hatten auf jeden Fall auch Hunde. Und Kinder waren hier, ne, Leute. Tatsächlich, hier ist Kinderspielzeug. Guck mal, hier auch noch so ein altes Telefon. Richtig cool eigentlich. Hier auch dieses Vordach schon wieder, was schon so halb eingestürzt ist. Leute, hier die nächsten Fahrräder. Ich weiß nicht, wie viele Fahrräder die haben müssen. Hier noch so ein alter Rasenmäher, aber so ein uralt Ding, ne? Den habe ich auch noch nicht gesehen. Krass. Richtig Wahnsinn. So. Hier war ein Fall. Ja, ist doch okay. Hier auch. So, Leute, und hier haben wir das erste Auto. Mega geil. Mega geil. Was ist das wohl für ein Fabrikat? XJ, ich schätze mal, das wird ein Jaguar gewesen sein. Was meint ihr, Leute? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Also ich schätze, das ist ein Jaguar. Gucken wir mal, ob der Kofferraum... Jawohl, Leute, der Kofferraum geht sogar noch auf. Alter Schwede. Geil. Richtig geil, aber was meint ihr, Leute, wie lange das hier schon steht? Da das ganze Efeu schon hier drauf und so, das ist richtig Wahnsinn. Hast du gesehen, Schatz? Der Kofferraum geht auf, ne? Ja, hab ich gesehen. Kofferraum geht auf. Echt? Ja. Oh, krass. Richtig heftig, ne? Ja. Das ist ein Jaguar, ist das? Jaguar? Ja, XJ, also schätze ich mal. So, Leute. Hier auch, ne? Der Spiegel ist schon weg. Die Tür geht auch noch auf. Alter Schwede. Alter. Vater, wie geil. Aber wie lange muss der schon hier stehen, Leute? Guckt euch die ganzen Spinnenweben an. So, Leute, hier auch. Seht ihr wirklich schon alles hier richtig draufgewachsen. Hier wachsen sogar schon die Brombeeren raus. Ne? Und hier auch. Die ganze Stoßstange ist schon abgefallen, Leute. Alles zerfallen. Guck mal hier. Aber der Motor ist nur da. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. So, das erste Fahrzeug haben wir schon mal. Schlagen wir uns weiter hier durch die Gebüsche. Da haben wir auch noch mal eben diesen Unterstand. Wahrscheinlich hier haben sie mal die Fahrzeuge repariert oder so. Ja. Ja, das ist ein Boot. Das ist ein Boot. Ja, hier hast du nämlich auch die Paddel. Ja, das ist ein Boot. Aber was ist das für ein Auto? Das könnte ein Ford. Ferrari. Nein. Nein, nicht Ferrari, dieser Ford, der aussah wie ein Ferrari. Ja, genau, mit diesen Lichtern, genau, die so aufgehen. Krass, Leute. Das war ja, das ist ja ein richtiger Oldtimer. Schatz, dein neues Auto oder willst du lieber den Käfer? Nee, ich würde lieber den Käfer nehmen. Der Käfer? Das hier. Ja, die Reifen sind ein bisschen schief, ne? Genau. Oder nicht? Ist das nicht ein So, Leute, wir haben uns jetzt vertan. Das ist kein Ford oder sowas. Das ist ein Porsche 994. Wir haben gerade mal nachgegoogelt. Alter Schwede, da steht ein Jaguar, ein Porsche, ein Käfer. Was kommt hier noch? Wahnsinn, ey. Wieso lasse ich so welche geilen Autos hier einfach so stehen? Guck mal hier, der Käfer. So, jetzt gucken wir noch mal hier rein. Alter.
Richtig schöne Lederausstattung gehabt, ne? Mega geil. Was hatte der runter? 194.000 Kilometer hatte der runter. So, wie gesagt, da vorne der Jaguar, hier der Porsche 994, hier der alte VW Käfer. Wahnsinn, Leute. Wir gehen jetzt mal weiter hier. Ja, wie gesagt, das ist der VW Käfer. Krass. Klar, Lenkrad fehlt schon. Ne? Haben sie schon ausgemistet alles. Aber trotzdem mega einfach. Hier haben wir auch noch irgendwie so ein kleines Lager oder was. Wahnsinn, Leute. Guck mal hier. Die Motorhaube fehlt, ne? Aber alles nur da. Der Keilriemen, der Luftfilter. Alles nur da. Wahnsinn, Leute. Ja, was haben wir hier? Alte Speismaschine, ne? Und hier nochmal der gleiche. Nochmal ein Porsche, aber diesmal in Schwarz. Ja, okay, ne? Der Porsche sieht jetzt nicht mehr so schön aus. Ist auch schon innen drin. Die Tür kriegt man nämlich nicht auf. Auch schon innen drin wachsen die Brombeeren rein und so. Aber mega, ne? Mega, Leute. Ich frage mich immer noch, warum lasse ich hier so welche Autos stehen? Warum? So, jetzt wollten wir hier noch mal gucken, was wir hier noch haben. Auch wieder so eine kleine Hütte. Schon wieder Fahrräder. Irgendwelche Baumstämme liegen hier. Alte Fliesen, alles durcheinander hier. Und, habt ihr da noch was gefunden? Da geht es nur um einiges weiter. Auch automäßig oder was? Nee, Rücken. Okay. Nochmal, der hat hier ganz viele Ställe gehabt. Das sieht ja aus, als ob die eine Gypsy-Familie so mäßig gewohnt. Weil da ist noch ein riesiger Stall. Das, was wir als Schiff getan haben, ist eine komplette abgedeckte Stallmäßig. Siehst du gerade auf den Bäumen da hinten. Ach so. Also, du hast hier noch vier Ställe dahinter. Krass. Ja. Aber da kommst du auch gut durch, wenn du hier lang gehst. Boah, weiß nicht. Lohnt sich das? Genau. Stahl. Ja. Stellung mit Metallzäunen gebaut und sowas. Na gut. So Leute, jetzt gehen wir wieder zurück jetzt. Hier wieder das Loch, aufpassen, ne? Gesundheit. Gesundheit. Wieder hier durch die ganzen Büsche schlagen. Vor die Brennnesseln. Hinter der Hütte ist noch was? Nee. Schon nachgeguckt? Ja. Gesundheit. Sieht das aus, als ob die noch hier drin wohnen? Boah. Ja, ne? Halbwegs regelmäßig, ne? Guck mal hier, was ist das denn? Was Gemauertes? Leute, was ist das denn hier? Keller, ne? Jo, Alter! Einmal Keller? Gucken. Ja. Ja, dann. Warte mal eben hier die Taschenlampe rausholen. Ja, Keller. Aber Rucksack aufsetzen. Ich geh mal gucken. Gehst du rein? Ja, sieht interessant aus. Ich komm mit. So, Leute, wir gehen jetzt mal hier rein. Irgendwie. Ah. Da gehen wir jetzt rein, Leute. Ups. War ganz schön klein, wa? Ja. So, was haben wir denn hier? Ach so, hier ist nichts mehr. Schon Ende. Ja, hier haben sie mal Blumen angepflanzt. Ja. Ein altes Regal. Naja.
Ja, Leute, das war leider nichts. Dann gehen wir jetzt wieder raus hier. Irgendwie. Kann mal einer die Kamera nehmen? Schaffen wir es. Gegen die schaffen wir das, kein Problem. Vier Männer stimmen, dann wird es schwierig. Noch ein Kommentar? Ein Kommentar? Ja, was läuft ja, noch? Gleich. Gleich. Ist das gleich. Das ist so ein Außen-, nee, Solardinger, ne? Für dieses Licht. Diese Lichterkette da. Neben der Taschenlampe, mein Schatz. Neben der Taschenlampe sind die Taschenlampe. So Leute, wir verlassen das Grundstück jetzt wieder. Wie fandest du denn die Autos? Gut. Und dein Favorit wäre der Käfer, ne? Was? Hunger? So, herausspaziert. Nein. So, Leute, wir sind jetzt wieder runter vom Gelände. Und wir müssen jetzt in diese Richtung wieder. Also, wie gesagt, war eine schöne Location. Bisschen komisch mit diesem kleinen Gartenhäuschen. Das sah wirklich noch so aus, als würde das teilweise noch bewohnt sein. Vielleicht durch irgendwie einen Obdachlosen oder... Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, wer hier vielleicht noch haust oder so. Ja, und die Autos, die waren natürlich mega geil. Und jetzt haben wir gerade noch was gesehen hier beim Verlassen des Grundstücks. Irgendwie so ein, ja keine Kapelle, aber so ein Glaubensdingen, ne? Wie nennt man das? Du kannst aber auch irgendwie eine Kerze reinpacken, aber das musst du von hinten machen. Ja. Leute, hier seht ihr das? Sint Antonius 1333. Also das ist irgendwie so ein, ja, wie so eine Mini-Kapelle, sag ich mal, wo man hier eine Kerze reinstellen kann, vielleicht für irgendeinen beten kann oder sowas. Sieht auf jeden Fall cool aus, Leute. Wo ist das dazugehörige Haus? Tja, keine Ahnung. Vielleicht wirklich nur im Garten, aber warum steht das dann hier? Das ist nämlich, das wundert mich nämlich. Warum sollte das hier alles stehen, wenn es dazu kein Haus gibt? Ja. Das hier ist der Garten. Ja. Aber wo ist der Haus? Wo? Das Haus. Vielleicht war das mal da. Das kann gut sein. Das sieht eher aus wie ein Hintergarten. Ja, oder? Nein. Oh, guck. Danke. Auf jeden Fall gehört irgendwo ein Haus dazu. Ja, oder definitiv. Haus? Vielleicht, Was steht denn hier? Ja, wahrscheinlich unbefugtes Betreten. Nein, steht's nicht. Mein Schatz. Locker easy. Da steht irgendwas mit Winter. Aber wie? Übersetzen.
Die Röhre des Zaunkönigs. Das ist ein Garten. Das ist alleine ein Garten. Ja, das Haus wird dann wahrscheinlich da sein, oder gewesen sein. Und zwar weiter den Weg hochgehen. Ja. Die Röhre des Zaunkönigs. Verboten. Wer sein kann. Niederland ist falsch. Ja, siehst du? Da müssen wir klettern. Siehst du da aber was? Werde ich herausfinden. Hier ist echt der Burner. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall der Garten gewesen und hierzu muss es ein Haus geben. Hier ist auch noch ein Eingang, wo der Tor auf ist. Hier brauchst du noch niemals klettern. Komisch, komisch, Leute. Da ist ein Haus, ne? Ja, habe ich gesehen. Hallo. So, hier ist das Grundstück nämlich zu Ende. Da ist Feld. Das ist so Schlossanwesen-mäßig, ne? Ja, krass. Da hat sie auch noch eine Hütte gefunden. Ja, das ist alles so ein riesiges Anwesen hier. Ist da was drin? Nein, kein Wald. Hast du denn auf den Maps gesehen, ob hier irgendwie ein Schloss in der Nähe ist oder so? Gar nichts? Dann siehst du nur den Wald. Okay. Ja, und das kleine Häuschen, das siehst du. Stacheldraht, ne? Hi. Komplett auseinander. Ja. Bring dich nicht um. Bring dich nicht um. Oder hier durch, hier. Oder hier, Schatz. So, Leute, jetzt beende ich aber das Video. Und ja, wie gesagt, ich kann dann einfach nicht verstehen, dass hier die ganzen Autos einfach so hier rumstehen. Der Jaguar, die beiden Porsche und so. Und ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, schreibt mir ein paar Kommentare. Zum Beispiel, wie das genaue Modell heißt von dem Jaguar. Und lasst ein kostenloses Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Abenteuer. Ciao.